Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare, in denen ihr eure Ziele für den Smart Girls Summer aufgeschrieben habt. Tatsächlich gibt es einige Dinge, die ich euch nicht empfehlen würde, falls ihr ein Glow-Up diesen Sommer möchtet während des Smart Girls Summers, und dazu zählt auch, Ziele zu haben. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Lara Emily und ich mache diesen Sommer ein Smart Girls Summer hier auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram, wo ich euch eben zeige, wie ich es geschafft habe, einen 1,0-Schnitt zu haben. Beim Smart Girls Summer geht es darum, den Sommer gut zu nutzen, um sich weiterzubilden und vor allem natürlich auch Spaß dabei zu haben. Also eben den Spaß beim Lernen zu finden und auch dem Sommer als stärkerer Mensch, als stärkeres Smart Girl zurückzukommen. Es geht also nicht nur um ein äußerliches, sondern auch um ein intellektuelles Glow-Up. Und ich weiß immer noch nicht, ob es das oder der Glow-Up heißt. Das heißt auch das Glow-Up, oder? Weil dann habe ich meinen letzten Videotitel, einen Glow-Up, falsch geschrieben. Dann ist es ja ein Glow-Up, oder? Akkusativ. Ach, Anglizismen. Das Einzige, was du tun musst, um dabei zu sein, ist einfach nur auf den Abonnier-Button umzuklicken. Das ist doch einfach, oder? Let's go, Commitment. Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Diesen Satz habe ich aus dem Buch Atomic Habit von James Clear, und der Autor erzählt in diesem Buch eben von Gewohnheiten und vor allem auch von Zielen und Systemen. Und er positioniert sich ganz klar, dass er findet, dass Ziele nicht sinnvoll sind, weil Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Ziele an sich bringen uns nichts. Das, was eben die Gewinner von den Verlierern unterscheidet, sind die Systeme. Das heißt also das, was wir jeden Tag machen. Denn du bist eben, was du jeden Tag wiederholt machst. Um das jetzt mal ganz kurz runterzubrechen und meine eigene Position zu erklären. Es ist nämlich so, dass ich auch Ziele habe und ich die Zielsetzung total wichtig finde. Ich setze mir eigentlich, ich habe schon wieder Haare im Mund, diese Frisur ist nicht gut, oder? Ich setze mir auch für jedes Jahr Ziele und eigentlich auch für jeden Monat. Trotzdem ist aber meine Herangehensweise so, dass ich mir gleich Gewohnheiten für diese Ziele raussuche. Das heißt also, ganz simpel runtergebrochen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 1 in Deutsch haben möchte, dann schreibe ich als Ziel auf 1 in Deutsch und schreibe darunter aber die Dinge, die ich dafür mache, und zwar jeden Tag oder jede Woche. Einfach eine Gewohnheit, ein Commitment, was ich selbst eingehe, eine Sache, die ich regelmäßig mache, um das Ziel zu erreichen. Weil einfach nur hinzuschreiben, 1 in Deutsch, das kann jeder. Und das hilft an sich nicht. Und deswegen werden wir heute die Sachen, die wir letzte Woche herausgefunden haben, auf das nächste Level bringen und sozusagen nochmal unsere Ziele angucken, die wir aufgeschrieben haben, und jetzt einen richtigen Plan machen. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich 3 oder 4 Ziele aufgeschrieben letztes Mal. Geh doch mal zu dem Video zurück, guck nochmal in die Kommentare, was du geschrieben hast, und überleg dir, was du jeden Tag oder jede Woche machen kannst, um dein Ziel einen Schritt näher zu kommen. Kennt ihr das, wenn man etwas liest und plötzlich genau dann ganz viele Gedanken kommen? Man hat den ganzen Tag Zeit, chillt die ganze Zeit am Handy, hat keine Gedanken, nichts irgendwie Sinnvolles, aber dann möchte man sich einmal konzentrieren, man liest, man fängt an zu lernen und dann kommen die ganzen Gedanken und man kann sich nicht mehr auf das Lernen und auf das Lesen konzentrieren. Das habe ich tatsächlich relativ oft leider. Und was ich dir deswegen empfehle, ist ein Brainstorming-Habit. Oh mein Gott, nein, man kann nicht meine hässliche Kamera im Hintergrund sehen, bitte. Natürlich haben wir alle Ängste, natürlich haben wir alle Gedanken und ganz viele Dinge, über die wir öfter nachdenken müssen. Das ist eine Sache, die ist, weil wir Menschen sind, glaube ich. Und das ist auch unvermeidbar. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir viele Gedanken haben. Also das ist ja wirklich unumstritten. Und was ich euch rate zu vermeiden, ist eben, diese ganzen Gedanken nur im Kopf zu haben. Weil sie kommen dann meistens zu so unglücklichen Momenten, wie eben beim Fokussieren und beim Konzentrieren. Weswegen meine Gewohnheit momentan ist, immer Notizen dabei zu haben und eben eine richtige Brainstorming-Gewohnheit zu haben. Das heißt, einerseits habe ich immer Notizen bei mir, sei es eben mein Notizbuch oder sei es einfach ganz simpel mein Handy, habe ich denke ich immer dabei. Oder auf meine Apple Watch, die ich gerade nicht trage, weil es im Sommer zu heiß ist und ich eh nicht rausgehe. Da kann ich ganz schnell mal Dinge aufschreiben und wirklich meine Apple-Notizen sind so voll. Ich hatte so viele Ordner und so viele Gedanken, die ich da immer reintue. Ich habe jeden Tag, glaube ich, 5 neue Notizen, weil ich wirklich Dinge nicht vergessen möchte, weil teilweise kommen echt gute Ideen, die man nicht verwerfen möchte. Aber es bringt auch nichts, sie nur im Kopf zu behalten. Deswegen habt am besten so ein Second Brain, also ein Notizbuch oder Handy, um schnell Gedanken aufzuschreiben. Trotzdem ist meine Empfehlung auch noch, ein Brainstorming Habit zu haben, also eine Gewohnheit, zum Beispiel jeden Morgen 15 Minuten. Oder man kann auch, wenn man zum Beispiel merkt, beim Lesen werde ich immer unfokussiert, dann kannst du auch gucken, ob du dich kurz vorm Lesen hinsetzt und einfach jedes Mal, bevor du liest, 10 Minuten oder 5 Minuten oder 2 Minuten, wie auch immer, kurz mal deine Gedanken aufschreibst und alles, was dir in den Sinn kommt, nochmal runterschreibst, ohne andere Distractions oder andere Ablenkungen. Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat,
Twitter, Pinterest, wir alle haben diese Apps. Vielleicht nicht alle, aber wir haben auf jeden Fall einige Apps, weil sonst könnt ihr das Video gar nicht sehen. Und zwar ein Fehler, den ich lange gemacht habe, immer noch teilweise mache, aber ich versuche zu vermeiden, ist es, oh Gott, man kann meine Kamera nicht höher stellen, na toll, ist es, den falschen Influencern zu folgen. Was sind jetzt falsche Influencer? Das ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Ich finde, Influencer oder Content Creator sollten da sein, eben für euch, also euch helfen. Und ich habe voll das Gefühl, Alter, meine Haare, oh mein Gott, ich muss sie noch da glätten. Oder ich muss, soll ich eine Haarspange reinmachen? Toll, die Idee kommt mir jetzt. Nachdem ich das Video schon komplett gefilmt habe. Oft folgen wir aber Leuten einfach, weil sie populär sind, weil sie bekannt sind, weil wir FOMO haben, also Fear of Missing Out, und wir haben Angst, Dinge zu verpassen, deswegen folgen wir ihnen. Aber ist das nicht komplett unnötig und ist das nicht komplett, wenn ich so ausdrücken darf, dumm? Also ich bin ja selbst auch ein Opfer von FOMO teilweise, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir viel besser geht, wenn ich nur Dinge konsumiere und nur Dinge in meinem Feed sehe, die mir wirklich helfen und die ich sehen möchte. Weil nur weil Dinge populär sind oder bekannt sind und von vielen Leuten gemocht werden oder zumindest von vielen Leuten konsumiert werden, heißt es nicht, dass es was Gutes ist und dass du es in deinem Leben brauchst. Und deswegen schlage ich dir vor deinem Glow-Up oder eben um das Glow-Up zu bekommen, auch mal ein bisschen auszumisten, was deine Social-Media-Kanäle angeht. Also auch mal auf Unfollow drücken bei einigen Leuten. Geh mal durch deine Follower-Liste durch und frag dich wirklich bei jeder einzelnen Person, bringt die Person was Gutes zu meinem Leben bei oder nicht? Und auch wenn du dann Freundinnen entfolgen musst oder Klassenkameraden, ich weiß, man hat irgendwie ein bisschen FOMO, man hat echt Angst, dass man etwas verpasst. Aber selbst wenn, ist doch auch egal. Wir sind hier in der Smart Girl Summer Community. Wir sind sowieso die beste Community. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Und falls ihr Bock habt, die Challenge für heute, also ich das ist ja wirklich eine krasse Challenge, aber mein Tipp für heute oder meine Idee für heute ist, dass wir mal unseren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben können, weil ich möchte wirklich, dass wir eine starke Community werden, dass wir uns austauschen können und dass sich hier Freunde finden, dass sich Study Buddies finden, Accountability Buddies finden. Und deswegen würde ich mich freuen, falls ihr mal euren Instagram-Namen in die Kommentare schreibt. Ich antworte ja auch tendenziell jedem, der mir auf Instagram schreibt und was in die Kommentare packt. Also ja, sehr, sehr gerne. Ich heiße auf Instagram übrigens Lara Emily Official, genauso wie auf TikTok. Eine Sache, die sehr einfach ist, ist Gewohnheiten aufzugeben, weil sie eben zu schwer wirken. Generell Dinge aufgeben, weil sie zu schwer sind. Das ist eine Sache, die wir Menschen gerne machen. Ich mache es dann gerne so, dass ich mir Gewohnheiten einfacher runterbreche. Sagen wir mal, du hast als Gewohnheit, die du anstrebst, Journaling. Also jeden Tag Tagebuch schreiben, um deine Gedanken festzuhalten. Und wenn du jetzt aber merkst, es ist mir ein bisschen zu schwer, ich setze mich hin und ich habe irgendwie keine richtigen Gedanken, was ich zwar nicht glaube, aber es kann sein, dass es dir ein bisschen schwer fällt. Oder kannst du die Gewohnheit dir ein bisschen leichter machen, indem du zum Beispiel Journal Prompts verwendest. Journal Prompts sind eben so Trigger an, wie kann man es beschreiben? Anreize, die dir helfen können, zu einem bestimmten Thema was zu schreiben. Zum Beispiel könnte ein Journal Prompt sein, 10 Dinge, für die ich dankbar bin. Oder was ich machen würde, wenn ich 1 Million Euro hätte. Also sozusagen Dinge, über die du dann schreiben kannst. Und das wäre eine Sache, wie du deine Gewohnheit vereinfachen könntest. Um mal wieder das schlaue Buch zu quotieren, James Clear sagt, es gäbe einen Punkt, den wir überschreiten müssen, um Fortschritt zu sehen. Das heißt also, unser Fortschritt, der ist nicht linear. Unser Fortschritt ist nicht linear, sondern unser Fortschritt geht, Moment, ich kann euch sogar die Kurve zeigen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man es exponentiell auch nicht. Asymptotisch, der Y, was ist asymptotisch, der Y-Achse annähernd. Ja, ich habe zur Mathe 15 Punkte, trotzdem werde ich euch nicht diese Kurve erklären können. Okay, doch, kann ich. Und zwar, es ist nämlich so, dass wir erstmal ganz viel machen, ohne Fortschritt zu sehen. Aber das ist trotzdem wichtig und dieser Effort ist nicht verschwendet. Weil dieser Effort baut sich immer weiter auf, bis wir irgendwann einen Durchbruch haben, sage ich mal. Und dieser Durchbruch führt dann dazu, dass man endlich was sieht und dann schon ziemlich viel. Das heißt also, auch wenn du jetzt schon Gewohnheiten machst oder jetzt noch keinen Fortschritt siehst, dann gib die Gewohnheit trotzdem nicht auf, weil es kann sein, dass du sehr close bist, dich zu weiterentwickeln und die Metamorphose zu durchschreiten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wirke wie wirklich so ein BWL-Justus, der euch versucht, irgendeinen Online-Kurs zu verkaufen und so ein richtig krasses Self-Help
Guru. So möchte ich eigentlich nicht sein, ne? Aber manchmal komme ich so ein bisschen so rüber, oder? Falls ihr jetzt noch gar nicht die Einführung zu Smart Girl Summer gesehen habt, dann guckt da sehr gerne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich bei TikTok oder auf Instagram, wo ich auch eigentlich jeden Tag was hochlade. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, euren Instagram-Namen in die Kommentare zu schreiben und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Adios!